Wie groß war dieser Hof? Der Hof im Kreis Uelzen, in der Nähe von Uelzen, der war 80 Hektar groß. Das war eigentlich eine leicht überdurchschnittliche Größe. Davon waren aber 40 Hektar Wald und 30 Hektar Ackerland und der Rest war Wiesen und Weiden. Ja. Die Hofgrößen in eurer Umgebung, wie viele Bauern hatten über 100 Hektar? Das war die Ausnahme. Es sei denn, es waren Heideflächen dabei oder ähnliches, ne? Aber die, oder Ödland teilweise. Aber dass einer 100 Hektar Ackerland hatte, das ist mir völlig unbekannt. Ja. Hofgrößen zwischen 50 und 100, wie viel Prozent ist das? Schätze ich, das ist die Mehrheit gewesen. Ich sage mal, ich kann das jetzt wirklich nur schätzen, sind 60 Prozent. Und die größeren über 100 Hektar, sagen wir mal 10 bis 15 Prozent. Ja. Und der Rest eben darunter. Und Kleinbauern, ausgesprochene Kleinbauern, gab es die auch? Mir fällt es schwer, jetzt davon zu sprechen, dass das Kleinbauern waren, weil die Hofstellen waren dann teilweise so klein, dass sie irgendwie einen Nebenverdienst haben mussten. Ja. Wie wurden diese Art genannt? Kötter? Oder gab es dafür einen speziellen Ausdruck? Nein, es gab keinen speziellen Ausdruck. Ja.